Pegasus Blowjob Queen und fängt dann an, so alle zu haten, die nicht seiner Meinung sind, dann schmeißt er dich in ein Spiel, was kein Schwein kennt und kein Schwein interessiert. Und dann sagt er auch noch so, ja, wenn du verlierst, musst du dich umbringen. Schlecht. Tja, ja, ich hab dich nicht vergessen, Frau. Heilige Straße. Was wie er trifft, ist sehr heilige Scheiße. Ja, Duke Devlin ist sozusagen Tumblr. So könnte man es wirklich zusammenfassen. Damn legs, though. Extra thick. Oh, gegen Wasser. Gut, da wäre Lava sowieso. Wäre ein Nachteil gewesen? I think, yes. Ich glaub, ja. Hut, Hut, Motherfucker! Was war das denn? So ein Plakat von einer gigantischen Eule. The Palace. Yugi, hier komme ich! Interessant, aber nicht während dem Stream, bitte. Ich wollte mich schon immer mal mit dir duellieren, um zu sehen, wie gut ich bin. Spoiler, nicht. Aber erwarte nicht, dass ich es dir leicht mache, Thea. Natürlich nicht. Ich würde dir niemals verzeihen, wenn du mich mit Samthandschuhen anfasst. Ich würde gerne anfangen, was ich mit meinen... Das Wind gut. Das Problem ist, welche meiner Lufteinheiten sind ein bisschen kaputt at the moment. So, diese scheiß Eule! Du hast ein Wasservieh. Der Rest ist Wind und Licht. Oder nur... Nee, da, ja doch, Wind und Licht. But why though? Du bestimmt nicht. Du kommst wieder mit. Du hast dich als nützlich erwiesen. Der komische Vogel kommt mit. Sie hat nur ein Wasservieh. Das ist... Das Problem ist jetzt, viele meiner guten Einheiten... Wir nehmen mal den Kobold mit. Der kann sich bestimmt als nützlich erweisen. Ist nicht genügend... Ach fuck, der kostet 120. Nehmen wir mal dich mit. Und dich. Ja. Nehmen wir den anderen Skorpion. Ja, der Kobold gegen dich, vertraut mir. Ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan. I have an idea. Da außerdem ist der Kobold ein guter Sniper. Der kann das. Immer wenn das zurück passiert, was Schlimmes. Ihr müsst mir mal vertrauen. Ihr müsst mir mal vertrauen, Leute. Hab Vertrauen in mich. Ich weiß, was ich tue. Nicht wirklich. Habt ihr nicht gehört? Ich duelliere mich. Ja, tu das mal. Ihr tut ja gerade so, als ob ich jedes Mal, was passiert, wenn, ne? Ne? Ich hab nicht nur schlechte Ideen. Manchmal nur. Ich habe auch generell ein Monster zu wenig. Also von daher. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie hat. Eine Raupe. Noch eine Raupe. Was auch immer das ist. Sie stampft einmal beiseite. Und das war's? Okay. Ich werde. Alter. Das Ding ist Turbo. Und passt auf, dieser Turbo-Move, ne? Dieser Turbo-Hate, den sie gleich erfahren wird, ne? Damit kriegt sie auf der Nase.
Okay. Jetzt beschwört sie den Rest. Ja. Ja, die Dinger. Ja, geil, die Viecher. Das ist ja... Sie ergreift jetzt schon die Flucht. Mit all ihren Monstern. Das, look at this. First hit. Sonic Kaboom! Ich sag euch, diese aggressive Strategie, die ich hier verfolge. Hä? Was? Oh nein, es ist viel schwächer. That's what she said. Nein! Oh mein Gott! Das Zielen mit dem Cursor ist manchmal viel schwieriger, als es aussieht. Kommt jetzt auch nach. Ach ja, er kann sich auch so krass bewegen. Da war ja so. Sie ist 16. Scheiße. Ich wusste doch, da war irgendwas. Oh, süß. Man weiß, das Spiel rausgekommen. Ist sie jetzt bestimmt nicht mehr. Was wird das denn jetzt? Love Beam! 56. Ja, Mensch. Ich sag euch, das läuft alles nach Plan. Ach shit, da ist ein Auto im Weg. Ugh. Aber dann gehst du mal dahin. Nee, warte mal, wer von euch war der Angeschlagene? Du hier. Der Sniper kommt viel zu spät an. Du warst sowieso... Ja, genau. Destroy it. Mach es kaputt. Ich laser dich weg. Ein Problem weniger von der Liste. Ich habe dein erstes Monster eliminiert. Ist schon okay. Wir haben ja erst angefangen. Das Bild von ihr dazu, ne? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? It's weird. '82, ja gut. Ach shit. Sieh dich vor, gleich wirst du mächtig was einstecken müssen. Die haben alle dieselben Monster, Mensch. Ich will mal was Neues sehen. Boing. Heavy Rain. Da, aber alles noch gut. Mein Monster ist... Oh shit.
Wow. Das ist immer noch nicht genug. Still not enough. Der Vogel lebt immer noch. Ja, und sie zieht sich weiter mit ihren Viechern da zurück. Okay, then. Achso, das Auto ist so derb im Weg, dass ich nicht mal darüber angreifen kann. Das ist ja ganz süß. Nee, warte. Das Ding geht auch gleich drauf, ich sag's dir. Moment. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das am effizientesten mache hier. Dich hierhin angreifen, ihn hier. Wobei du eigentlich das geringste Problem bist. Aber gut. Hey, was? Ja, nee, ich. Was soll ich machen, Mädchen? Was erwartest du von mir? Destroy! Das Taxi ist echt zu mächtig. Es gibt kein Vorbeikommen an dem Taxi. Ich habe ihn hier ganz vergessen. Ich weiß, dass das existiert. Ja, hallo YouTube. Danke für den Bit. So, was macht's als nächstes? Es ist nochmal schön, dass es ein Yu-Gi-Oh!-Spiel gibt, wo du zu Anfang nicht gegen absolut overpowerte Gegner anfeichten musst. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich bin es gewohnt, dass, dass man im ersten Duell direkt hart auf die Schnauze kriegt. Hä? What the fuck? What? Merry Christmas? Schnee? What the fuck? Dunkelmonster King Boni? Ja, schaut mal, ne? Jetzt ist der Kobold wieder im Vorteil. Seht ihr? Alles geplant. Alles geplant habe ich das. Und ihr vertraut mir wieder nicht. Ihr vertraut mir nicht, dass ich sage, ich habe einen Plan. Aber schaut euch meinen Plan an. Wie er geplant hat. Wie der Schoschmann wieder geplant hat hier. Guckt euch das an. Guckt euch an, wie das jetzt knülzt im Gesicht hier. Wie diese Wasserleiche sich denkt, scheiße, ich habe nur noch 18 HP über. Alles, was ihr gleich übrig bleibt, sind zwei kleine Motten. Mottenlarven. Nachdem Captain Goblin hier erstmal gesagt hat, weißt du, mein Plan hat funktioniert. Deathclaw. Merry Christmas. What the fuck? Warum ist das jetzt hier so Merry Christmas? Okay, warte mal, wie kriege ich jetzt den Skelettengel da am besten weggeratzt? So. Easy. Ah, der hält das aber aus. Hätte mir schon fast gedacht. Ich repräsentiere eben die Zweifel in der Community. Alles klar, ich verstehe.
So, dann wollen wir noch mal ein bisschen näher gehen hier. Komm. Come a little bit closer. Wobei, jetzt ist es 4 gegen 4, aber zwei ihrer Viecher sind stark angeschlagen. Während die meisten von meinen eigentlich noch relativ fit sind. Gleich hole ich zum Gegenschlag aus. Gleich willst du mal oben liegen. Okay, gut. Ah, du willst meinen Echsenlord. Das... Ach, shit. Ich wollte einmal sehen, wie das Ding angreift. Eigentlich können wir froh sein, dass Champion Christmas nicht hier ist. Wenn du nicht mehr Schaden anrichten kannst, wirst du mein Monster nicht erledigen. Wow, wie großkotzig. Überlebt das mein Skelettengel? Ja, easy. Deiner macht ja kaum Schaden. Er macht ja null Schaden. Null Damage. Zero Deaths. Da brauchst du mit dem Ding gar nicht so durch die Gegend zu pummeln. Es ist, ne... Ich stehe hier hinten, chill mir meine Zone, frier mir den Arsch ab. Warte mal. Ja, der steht jetzt genau vor mir, das ist ja beschissen jetzt. Wisst ihr, ich geh jetzt mal hart in ihre Backline. Das klang falsch. Sorry dafür. Mit dir gehen wir hier hin. Und werden den hier los. Absolute Vernichterung. Kaboom. Ein Problem weniger. Ich hätte vielleicht nicht einfach so aufhören sollen mit dem Text. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Lassen wir dich das machen? Würde ich glatt sagen. Ja. Ja. Yes. Die Map ist irgendwo aber cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich alle bewegt? Ja, sie hat nur noch zwei Raupen. Und ich habe noch eine halbe Armee. Also Mädel, was willst du tun? Du willst mein Lizard Boy. Okay, du kriegst mein Lizard Boy. Okay, ist ja gut. Chill deine Zone. Mein Lizard Boy wollte sich nur in deine Backline sneaken. Aber auch das war alles mein Plan. Das lief alles nach Plan. Watch this. Watch and learn. King Shaming is my King Shame. Okay, gut. Oh, watch this. Oh, you get fucked. Das wollte ich jetzt noch nicht so gesagt haben, aber... You get fucked, yes. Und in der Zwischenzeit unterhält sich dieser Goblin... Mit einer Modde. Und was willst du dagegen machen? Was willst du dagegen machen? Ich sollte echt aufhören, ihre Voice-Samples einfach dann zu unterbrechen, wenn sie einfach nur am Stöhnen ist. Es ist wrong. Das bringt mich in noch tiefere Schwierigkeiten, als es ohnehin schon ist. Aha. Aha. Was wird das jetzt hier? Nee. Ah, shit, warte. Es geht nur so, ne? Ja. Mann. Boom. Zwei angeknackste Raupen. Ich weiß gar nicht, wie ich dich platt machen sollte hier. So viele Optionen. Ich gehe erstmal hier hin. Und dann mit dir hier hin. Ja, der hält das locker. Easy.
Ja, was willst du jetzt? Will deine... Jesus Christ, deine Raupe dreht durch. Ja, was willst du mit meinem Goblin, ne? Ja, eben. Hab ich mir fast schon gedacht. Diese Raupe tut ganz schön weh. Ja, as you wish. Achso, ich muss mich gar nicht bewegen. Ich kann aber. Nur um meinen Punkt klar zu machen. Boom. Skelettengel, still MVP. So, und das war's jetzt auch. Für dich. Und ihr habt mich noch gefragt, warum ich den Goblin mitnehme. Warum ich diesen Goblin mitnehme. Warum ich ein Finsternismonster mit zu einer Schießerei nehme. Watch and learn. Watch and learn. This goblin right here. Deathclaw. Berserker Barrage. Ihr als in ich. Ihr, ich sehe schon. Ja, dachte ich mir doch. Es ist unmöglich, Yugi zu schlagen. Du bist großartig. Und jetzt geh auf mein Bett. Okay, nee, okay. Nein. Nein, NSA, chill. 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 Guckt euch die an und sagt mir, die ist 16. I didn't know. Okay, gut. Oh nein, ich habe verloren. Naja, aber ich fand's trotzdem ganz lustig. Wie sieht's bei dir aus, Yugi? Hat's dir Spaß gemacht? Ja, es war ein tolles Duell. Danke. Ach so, Yugi? Ja, was ist hier? Also dann, viel Glück für den Rest des Turniers. Dankeschön. Einer steht ja noch in diesem Bereich vor uns. Einer fehlt noch. Alter, Villa Kurbert ist fast schon Level abgekommen durch dieses eine Duell. Ich hätte gern noch einen Skelettengel. Ja gut, und eine Motte, come on. Dann haben wir auch Wald. Nee. Ja, entweder Opa oder Mai, stimmt. Das sind die einzigen, die noch relativ, Serenity. Ja, die natürlich. Vor allem Joey war der Erste und Thea hier die Vorletzte. Das ist weird. Das ist merkwürdig. Das ist super merkwürdig. So, was kommt jetzt? Wer fehlt noch? Es ist entweder Mai oder Opa. Und Opa ist so eine Sache. Opa könnte witzig werden. Opa. Es ist Opa. Willst du dich mit Opa prügeln? Ja, ich will mich mit Opa prügeln. Opa, warum stehst du da so? Du stehst da echt, als ob du dich... Ne, you know. Darts? Ich weiß nicht, ich fand die Season immer irgendwie merkwürdig. Aber irgendwo witzig. Ich mochte die Rüstungsfolge. Die war total... blöd und out of bounds, aber... Ach du Scheiße. Oh Gott, nein. Du bist ein guter Duellant, Yugi. Großvater! Aber mal seht, wie gut du dich gegen mich schlägst. Ich darf meine Verteidigung nicht für eine Sekunde aus den Augen lassen. Es wird mein bisher härtestes Duell werden. Das ist richtig. Ich mag zwar alt sein, aber mit dem Alter kommt Erfahrung und Wissen. Also, warum fangen wir nicht einfach an, Yugi? This is my stand, Black Luster Soldier. Na schön. Zeit für ein Duell. Oh shit, das könnte eklig werden.
Haha!